Natürlich müssen wir als erstes Ken Adam, Sir Ken Adam und Letizia Adam danken dafür, dass wir diesen enormen Bestand von über 4000 Zeichnungen, die Sammlung Ken Adam, bekommen haben. Dazu gehören noch ganz viele andere Sachen. Es sind Fotos, es sind Briefe, es sind Home-Movies, die er selber an den Sets gemacht hat. Es sind dann auch die Auszeichnungen, die er bekommen hat. Wir haben jetzt mal überschlägig gerechnet, wie viel das ist. Es sind um die 6200 Objekte, die diese Sammlung ausmachen. Und für mich ist es eine ganz große, auch persönliche Freude, dass dieser Vorlass, diese großartige Sammlung an die Kinemathek gegangen ist. Das ist durchaus nicht selbstverständlich. Wir haben das in der Tat vor. Diese Ausstellung, die wirklich wunderschön geworden ist. Gestern sind wir mit Peter Mainz, Boris Fatschakutin und Christina Jaspers mit Ken und Letizia durch die Ausstellung gegangen. Und es war ein Moment, wo wir alle ein bisschen gedacht haben, naja, also eine Ausstellung über den berühmtesten Production Designer der Filmgeschichte zu machen, da ist man schon gespannt, wie er denn auf unsere Ausstellungsarchitektur reagiert, wie er darauf reagiert, dass wir seine Zeichnungen in Modellen auch nochmal dreidimensional visualisiert haben. Es war wunderschön zu sehen, dass es ihm gefallen hat. Und am Ende hat er gesagt, it's special. Und das ist ein ganz großes Lob, das uns sehr, sehr gefreut hat. Und da haben wir uns für eine wirklich bunte und pralle Mischung entschieden, die die gesamten Facetten seines mittlerweile 93-jährigen Lebens abdecken, von Berlin über Hollywood, London, natürlich die ganzen exotischen Orte. Das ist Filmausschnitte aus seinem Privatarchiv Super 8, Super 16, die er selber gedreht hat. Wir haben Originalbriefe, wir haben Fotos, wir haben einen Oscar. Also es ist wirklich die Fülle aus seinem gesamten Leben. Wir haben auch Letizia einen Bereich gewidmet. Letizia ist ganz wichtig. Ken Adam wäre nicht Ken Adam ohne Letizia, seine Frau. Denn sie ist die schärfste Kritikerin und gleichzeitig die wichtige Begleiterin in allen Lebenslagen. Sie war aber selber Designerin, hat Handtaschen designt, war auch Fotomodel und wir stellen auch zwei Handtaschen aus. Unten geht es dann weiter in dem großen Raum, überschrieben Raumvisionen. Da gehen wir eigentlich durch das Werk, aber eben nicht in chronologischer Weise, sondern wir haben die Exponate nach Motiven geordnet. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut, dass man auf die Art die ganz besondere Formensprache von Ken Adam studieren kann. Also Sie finden beispielsweise die Verliese und Labore, also sehr bedrohliche Räume aus verschiedenen Filmen, zusammengestellt. Und Sie sehen dort immer die Entwürfe auch in der Gegenüberstellung mit den Filmausschnitten. Denn das muss man sich immer klar machen, diese Zeichnungen sind ja nicht Selbstzweck, sie wurden für den Film hin konzipiert. In den Zeichnungen ist alles schon enthalten, der dreidimensionale Raum, die Licht- und Schattensetzung, und wir können es dann mit den Filmbildern jeweils abgleichen. Wir haben also Folterkeller, Verliese und Labore, wir haben sehr eleganten Villen und Apartments, wir haben auch riesige Machtzentralen, Tempel und Kathedralen, auch ein sehr interessantes Motiv bei Ken Adam, häufig so Pyramidenformen, aber beispielsweise auch Fort Knox ist ja auch letztlich eine Kathedrale des Goldes. The other thing, we call it the top.
trench that I would. It was an afterthought, and I did the whole set for about 700 pounds. And it was a set where the trench lies in fall line, but an enormous circle of the ceiling sloping down. Bedeutet es für Sie, heute hier zu sein, bei der Ausstellungseröffnung? Unglaublich. Ich bin unglaublich beeindruckt davon. Mit welcher Liebe, Energie dieser Gabe. Und Überraschung. Etappe in dem großen Ken Adam-Projekt, das damals noch nicht so hieß, von dem wir auch gar nicht wussten, dass es ein solches wird. Und ich freue mich sehr, dass diese Etappe so wunderschön geworden ist, wie sie geworden ist. Es ist auch ein Abend, an dem Family and Friends zusammenkommen, um Ken Adam und sein Werk zu feiern. Eine Freundin, die eigentlich Family ist, war heute schon da, Barbara Broccoli, eigentlich in den Dreharbeiten zum neuen James-Bond-Film involviert, hat es sich nicht nehmen lassen, aus London heute einzufliegen, um die Ausstellung zu sehen. Und sie war begeistert. Sie sagt, es ist gut getan. Ken Adam selber, der sie gestern schon gesehen hat, hat auch seinen Platz zu der Ausstellung gegeben. Das ist ja nicht ganz ohne, wenn man über den berühmtesten Production Designer der Filmgeschichte eine Ausstellung macht und dann eine Ausstellungsarchitektur hinstellt, von der man irgendwie nur hoffen kann, dass sie nicht unter Niveau ist. Irgendwie ist sie dann doch auch tatsächlich auf das Niveau gekommen. Jedenfalls hat Ken Adam, nachdem er gestern bravourös diese Ausstellung in einem halbfertigen Zustand und heute im fertigen Zustand sich angeschaut hat, das Urteil gesprochen. It's special, thank you. Vielen Dank dafür. Lieber Ken Adam und dir Letizia, wir sind so stolz, dass Sie heute hier sind. Premieren der neuen James-Bond-Filme finden offenbar schon seit längerer Zeit ohne Sie statt. Das jedenfalls haben Sie vor 2 Jahren einmal in einem Interview verraten. Zu beschwerlich sei das für einen Mann in Ihrem Alter. Man müsse, ich zitiere, viele Stunden in diesem verdammten Kino sitzen und immer und ewig auf die Queen warten. Der Agent im Dienste seiner Majestät, übrigens auch nicht bekannt für geduldiges Warten auf Frauen, würde Ihnen vermutlich beipflichten und Ihre Absenz so entspannt sehen, wie neuerdings die Frage gerührt oder geschüttelt. Und umso mehr wissen wir es aber zu schätzen, lieber Ken Adam, liebe Letizia, dass Sie beide uns, also uns hier heute, die Ehre erweisen, die James Bond jedenfalls nicht mehr vergönnt ist. Ich freue mich sehr, dass Sie und Ihre Ehefrau Lady Letizia Adam zur Eröffnung der Ausstellung Ihres künstlerischen Vermächtnisses, nicht weniger als das gilt es heute hier zu feiern, nach Berlin gekommen sind. Und besonders freut es mich, dass ich Ihnen heute einmal mehr, wir haben uns bei der Jubiläumsfeier der Kinemathek nämlich schon mal getroffen, persönlich sagen kann, wie dankbar wir alle sind, dass Sie Ihre wertvolle Sammlung 2012 eben unserer Kinemathek überlassen haben. Berlin ist mit diesem Einblick in Ihre visionären Räume und Welten, die ja wahrlich bigger than life sind, um ein kulturelles Highlight reicher. Und nach einem ersten Rundgang durch die Ausstellung kann ich nur sagen, die Ausstellung, die wir heute hier eröffnen, hat gewissermaßen so etwas wie die Lizenz zum Fesseln jedenfalls. Ken Adam hat Berlin nicht den Rücken gekehrt, im Gegenteil. Er hat sich unserer Stadt immer wieder zugewandt, aktiv
sei es in seinem künstlerischen Schaffen. Viele seiner Filmsets und Zeichnungen sind von seinem Berlin-Bild deutlich geprägt. Sei es aber auch in seinem persönlichen Engagement. Beispielsweise waren Sie Mitglied der Berlinale-Jury 1999, dann Mitbegründer des Berlinale-Talent-Campus und am Ende auch als Ehrenmitglied der Deutschen Filmakademie. Und 2012 dann der Höhepunkt schließlich, da ging Ihre Sammlung nach Berlin, bestehend, Sie haben es gerade gesagt, lieber Herr Rothe, aus 4000 Entwürfen zu seinen Filmen, aus Storyboards seiner Mitarbeiter, aus Motivfotos, Briefen, Fotoalben der Familie Adam oder Adam und anderen persönlichen Dokumenten und Aufzeichnungen, eine wahrhaft große Geste, aus der auch viel Vertrauen in das heutige Berlin steht, in das heutige Deutschland. Dafür bin ich, aber ich glaube, dafür sind wir alle Ihnen sehr, sehr dankbar. Und nicht zuletzt diese Geste macht den Besuch dieser Ausstellung auch wirklich zu einem dann ergreifenden, zu einem im besten Sinne fesselnden Erlebnis. Für die Filmkunst gilt im Übrigen, was generell für die Rolle der Kultur in unserer Gesellschaft stimmt. Sie ist avantgardistisch. Ken Adam ist nun wirklich ein lebendiges Beispiel dafür. Sie ist avantgardistisch im besten Sinn, sie regt zum Nachdenken an und gehört damit zum kritischen Korrektiv gesellschaftlicher Entwicklungen. Wenn sie dann auch noch unterhaltsam ist, umso besser. Und die Filme, die Ken Adams Handschrift tragen, sind dafür ein wunderbarer Beleg. Die besten Geschichten allerdings schreibt immer noch das Leben selbst. So erzählt uns die Ausstellung letztlich eben auch die Lebensgeschichte eines großen Mannes, eines großen Künstlers, der seine Berufung allen Widrigkeiten eines solchen Lebens zum Trotz gefunden hat. Und diese Geschichte ist vielleicht die fesselndste, mit Sicherheit aber, lieber Ken Adam, liebe Letizia, die bewegendste, die mit Ken Adams Unterstützung jemals erzählt wurde. Und das ganz ohne aufwendige Kulissen und spektakuläre Effekte. Möge sie also gerade hier in ihrer Heimatstadt Berlin das aufmerksame Publikum finden, das sie wahrhaft verdient. Vielen Dank für Ihre Gabe. Wir hatten im April das große Glück, bei E.ON in die Geheimkammern vorzudringen und in den Archiven zu stöbern und haben in einer kleinen Kiste einen so kleinen Satelliten gefunden, der relativ in Mitleidenschaft gezogen war, aufgrund von vielleicht nicht ganz korrekter Lagerung, und hatten dann gefragt, ob wir den mitnehmen dürfen. Gleichzeitig entstand die Idee im Atrium, den zu vergrößern und nachzubauen. Last but not least möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich von uns allen Ken Adam und Letizia danken für dieses große, große Geschenk.